Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Julia und ich mache Tutorials, Reviews, Vlogs, Chit-Chat-Talk, Get Ready With Me und Haul-Videos über die Themen Minimalismus, Beauty, Haare und Kleidung, weil ich glaube, dass man nicht zu viele Sachen braucht, um sich wohl und gut zu fühlen. Also falls dich diese Themen interessieren, gib dem Kanal doch gerne ein Abo. In dem heutigen Video werde ich dir ein paar Fragen beantworten. Ich habe mehrere unterschiedliche Fragen mir notiert, die ich in letzter Zeit so bekommen habe. Und die wollte ich einfach mal beantworten. Und falls du noch weitere Fragen hast, die dich interessieren, kannst du dir gerne auch in die Kommentarbox schreiben. Dann mache ich vielleicht noch einen zweiten Teil. Und ja, wie gesagt, das ist ein kleines Live-Update mit nur ein paar eher privateren Themen, die einige interessiert haben. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Gib gerne dem Video einen Daumen hoch oder Daumen runter. Ist egal, ist beides dasselbe für den Algorithmus. Die erste Frage, mit der ich beginnen werde, ist, was ich hauptberuflich mache. Die Frage wurde ziemlich oft, würde ich sagen, gestellt. Ich mache eigentlich schon seit Jahren Onlinehandel, beziehungsweise ich habe auch Performance Marketing gelernt. Performance Marketing ist halt alles, das ist so gesagt messbares Marketing, meistens halt dann im Online-Bereich, zum Beispiel auf so Social-Media-Plattformen wie ja, Meta, also Instagram, Facebook oder auch TikTok oder Google. Das ist alles so messbares Marketing, Performance Marketing, genau. Ich muss sagen, ich mache das schon eine lange Zeit, also Onlinehandel auch, und ich habe da jetzt schon sehr viele Phasen miterlebt, also ich bin so gesagt selbstständig. Ja, so wie ich das gesehen habe, ist es halt immer, oder so wie ich es wahrnehme, ist es halt immer schwerer geworden, weil es haben sich sehr viele Sachen verändert. Denn, also wenn ich das vergleiche mit dem Moment, wo ich angefangen habe, zu wie es jetzt ist, kamen immer wieder viele neue Regulierungen, allgemein neue Regelungen, super viele Veränderungen. Und das hat das Ganze, finde ich, nicht leichter gemacht, sondern eher auch alles schwerer und komplizierter. Und ja, das mit der Selbstständigkeit ist halt auch immer so ein Risiko, sagen wir mal so. Ja, aber das ist so gesagt, was ich zurzeit mache, aber ich erzähle auch euch gerne über weitere Projekte was. Ich habe nämlich zurzeit super viele unterschiedliche, ja, Projekte so gesagt am Laufen oder am Starten oder die ich starten will. Wenn ich da mehr so gesagt drin bin, kann ich euch auch gerne mehr darüber erzählen. Aber jetzt bin ich gerade wirklich mit allem noch am Anfang und ich möchte es erstmal irgendwie zum Laufen bekommen und das schauen. Und ja, dann erzähle ich euch halt gerne mehr darüber. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich halt immer ein Risiko für mir. Das heißt, wenn ich krank bin oder wenn irgendein Notfall ist oder so, ist es natürlich immer sehr schwierig. Außer man hat da wahrscheinlich so eine Versicherung für. Ja, genau. Und deswegen, ich habe sehr jung angefangen und ich bin halt immer noch am Lernen. Es ist immer noch sehr viel für mich. Eins meiner Projekte ist auf jeden Fall aber auch YouTube, weil ich habe früher, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe mit YouTube angefangen, da gab es noch kein Instagram, da war nichts mit auf YouTube Geld verdienen, da gab es nicht mal diesen Term Influencer, das gab es alles nicht. Und ich habe das einfach gemacht, weil das mein Hobby war, weil das mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe dafür nichts bekommen damals, auch wo ich jünger war. Also meine Motivation war auf jeden Fall kein irgendwie Geld oder Materialismus oder halt irgendwas, sondern einfach, dass ich was zu tun habe und dass das mein Hobby ist und ich das halt gerne mache. Und so ist es halt auch immer noch. Deswegen, ja, wollte ich mir das nicht nehmen lassen von anderen Leuten, weil ich möchte nicht irgendwann alt sein und mir dann denken, dass ich halt irgendwie wegen anderen irgendwas nicht probiert oder nicht gemacht habe, muss ich sagen. Genau. Was hier nochmal bei der Frage ist, wie sich mein Leben verändert hat, Mindset, Freundeskreis, Ziele etc. Ja, ich denke, man merkt es auch sehr, dass mein Mindset in meinem Kopf viel sich verändert und geändert hat, beziehungsweise ist es eigentlich so, wie soll man das sagen? Ich bin jetzt eher zu dem Mindset zurückgekommen, das ich auch hatte,
wo ich so etwas jünger war, natürlich nicht so ausgereift wie jetzt, aber ja, weniger beeinflusst durch andere Leute, so halt wie ich früher war und wie ich dachte, was richtig ist, ohne dass da Leute dazwischen gefunkt haben. Natürlich jetzt mit mehr Wissen und noch ein paar anderen Ansichten, aber ich finde, dass ich jetzt mehr zu mir selbst komme, als wie ich es vorher war. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Also ich bin jetzt wieder mehr ich, als wie ich eine gewisse Zeit lang vorher war. Genau. Dann Freundeskreis. Was ich persönlich gemacht habe, ist, dass ich meinen kompletten, also ich habe mich von meinem kompletten Freundeskreis distanziert. Alle Leute, mit denen ich was zu tun hatte damals, habe ich nichts mehr zu tun und das habe ich auch absichtlich so gemacht. Ich habe meine Handynummer verändert, ich habe meine E-Mail geändert, weil ich nicht möchte, dass mich diese Leute weiterhin kontaktieren. Ich hatte unterschiedliche Leute, Freunde in meinem Leben, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass die meisten Leute ziehen euch einfach runter. Und es gibt sehr wenig Menschen, die irgendwie gut euch etwas Gutes tun. Und da ich ja noch recht jung bin, ja, möchte ich mich halt nicht von falschen Sachen beeinflussen lassen, von falschen Meinungen. Und wenn man einmal in so einem Freundeskreis drin ist, dann ist es auch sehr schwer, da rauszukommen, weil man muss sich sehr stark verändern und sehr diszipliniert werden, dass man zu Sachen Nein sagen kann und dass man Grenzen hat und seine eigenen Grenzen so gesagt respektiert. Genau, und vor allen Dingen am Anfang ist es, glaube ich, nicht so einfach, wenn man zum Beispiel Freunde hat, die einen sehr negativ beeinflussen, dass man dann die Willensstärke hat zu sagen, so, hey, nein, ich mache das nicht. Zum Beispiel, wenn im Freundeskreis alle rauchen, dass man dann selber nicht raucht, also solche ganzen Sachen. Ja, genau. Und bei mir war auch viel so, dass ja, die unterschiedlichen Leute, die ich kannte, zum Beispiel eine Person, die ich kannte, hat sehr viele schlechte Menschen in mein Leben gebracht. Und ja, das hat mir halt irgendwann ist mir das alles so aufgefallen und ich dachte mir so, ja, man hat sich halt auseinandergelebt und es ist auch sehr schwierig, wenn, ja, es ist halt sehr schwierig, mit solchen Menschen dann befreundet zu sein, die gewisse Sachen machen, ohne sich so selber zu reflektieren. Oder zum Beispiel nur Interesse an eurem Leben haben, um irgendwelche Geschichten von euch zu erfahren, aber dann an euch selbst so sehr wenig Interesse haben. Und bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass ich sehr schnell merke, wie eine Person ist. Ich weiß nicht warum, aber ich bin da sehr empathisch. Also ich merke das wirklich sehr, sehr schnell, auch wenn mir jemand was vorspielt, dann weiß ich das eigentlich auch. Ich weiß auch, wie man das erkennt. Also ich habe viel auch mich noch weiter informiert über, keine Ahnung, Körpersprache und ja, halt Menschenpsychologie und das Ganze, weil mich das einfach selbst auch interessiert hat. Oder eine andere Person, die ich mal kannte, hat super viel Drama in mein Leben gebracht. Das war wirklich unnötiges Drama. Ich möchte dankbar sein für alles, was ich in meinem Leben habe, für jede Kleinigkeit, für Gesundheit vor allen Dingen und sowas. Und ich möchte nicht, dass Leute irgendwelches halt unnötiges Drama in mein Leben bringen, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten oder mir halt Probleme machen. Ich kann da euch auch Beispiele und Geschichten erzählen. Ich saß zum Beispiel einmal beim Friseur. Das war, wo ich meine Haare, die Highlights gemacht habe. Das heißt, das war eine stundenlange Prozedur. Und da meinte eine Person, mich halt auf einmal terrorisieren zu müssen auf meinem Handy. Super viele, super lange Nachrichten und dass wir reden müssten und halt so eine Art von Manipulation, so, weil ich dachte mir, warum wartest du einfach nicht, bis ich wieder draußen bin aus diesem Termin? Weil, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt alles stehen und liegen lassen, zu dir rennen? Und ich weiß ich nicht, ich mag sowas nicht und ich habe keinen Bock auf sowas und ich habe einfach auch nicht zurzeit so die Kraft, um jemanden mit hochzuziehen, so gesagt, der es einfach selber nicht will. Weil entweder will es jemand und der verändert sich von sich und sonst kann man fast eigentlich nie jemand so retten oder helfen, wenn die Person es nicht von sich aus will. Und ich habe da wirklich keine, ja, ich habe da keine Energie für sowas. Und
Ich will einfach nur meine Ruhe und mein glückliches Leben mit den Ansichten, die ich jetzt habe und alles andere. Nein, danke. Oder was ich euch noch erzählen kann, ist eine Person, die ich mal kannte, die. Kennt ihr das, wenn euch Leute nur irgendeinen Scheiß beibringen? So nichts Gutes für Leben, wo man denkt, okay, du bist schon älter, du müsstest ja eigentlich irgendwie mir was Gutes sagen können. Aber die bringen euch dann nur irgendeinen Scheiß bei. So ziehen euch in irgendeinen Scheiß rein. Darf man überhaupt dieses Wort auf YouTube sagen? Keine Ahnung. Muss ich mir nochmal durchlesen. Und wie gesagt, ich bin halt jung. Und ich bin offen dafür, wenn ich irgendwas Neues, so gesagt Gutes erfahre oder mache, das auch umzusetzen. Aber halt nicht irgendwelchen Scheiß. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen, ja, habe ich diese Leute aus meinem Leben halt, ja, entfernt, so gesagt, wenn man es so sehen will. Und ich bin auch froh drüber, weil ich will das alles nicht. Und ja. Und meine Ziele auch, und ich lese auch viele sehr, sehr gute Bücher, wie ich persönlich finde, die einen gut im Leben weiterbringen können. Und Ziele fürs Leben sind halt, oder allgemein jetzt für die nächste Zeit noch an mir weiterhin zu arbeiten, diszipliniert zu sein und mein Mindset weiter zu verbessern, weiterhin zu lernen, auch noch was anderes zu lernen und zu machen. Also ich habe super viele Ziele, auf die ich mich in Zukunft freue. Und dann hier auch noch, ob ich alleine wohne, Familie, WG. Ich hatte schon mehrere Wohnsituationen. Ich habe mal mit einer Freundin, damaligen Freundin zusammen gewohnt. Ich habe auch in Beziehungen mit Leuten zusammen gewohnt. Ich habe noch nie im Leben alleine gewohnt. Das möchte ich auch nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich kann verstehen, wenn Leute das unbedingt wollen und so, aber ich habe eine sehr gute Beziehung zum Beispiel jetzt zu meinen Eltern. Und solange ich einiges nicht, ein paar Ziele erreicht habe, die ich noch erreichen möchte, möchte ich nicht noch mehr Last auf meine Schultern mir setzen. Und wie gesagt, für mich ist das kein Problem, weil ich bin kein Teil und kein Fan zum Beispiel von der Hookup-Culture, dass ich mir da jedes Wochenende irgendwo irgendwen hierher holen muss für, was weiß ich, irgendwas oder Leute, Fremde einladen. So, ich mache das nicht. Wenn ich jemanden mein Leben lasse, dann muss das schon alles so passen, dass ich die Person, ob Freundin oder ob Freund oder irgendwer, dass ich die meinen Eltern vorstellen kann, weil sonst brauche ich das nicht. Für mich persönlich ist es wirklich gar kein Problem. Ich finde es sogar gut, dass ich diese Unterstützung habe und ich bin auch dankbar dafür, weil mir bewusst ist, dass nicht jeder diese Möglichkeit hat oder auch ein gutes Verhältnis zu den Eltern oder so hat. Deswegen, man kann halt alles immer positiv sehen und dankbar sein und ja, sich nicht unbedingt halt von anderen irgendwie oder von irgendwelchen Normen beeinflussen lassen, sondern jeder geht seinen eigenen Weg und ist okay, wie es ist. Genau. Ja, das waren so ein paar Fragen, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt aus Versehen was vergessen. Dann sei mir nicht böse. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Und sonst hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.